Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness. Springen! Genau. A jump to the left. Okay, nicht ganz, aber... ja, damit ich mich jetzt nicht da oben festhalte, muss ich wieder so ein bisschen schräg. Ein bisschen schräg. Nicht stellen. Und, und das hat es auch vollgebracht. Verdammt. Was soll das? Lara, warum willst du nicht so, wie ich will? Wir hatten das doch so schön vorher immer geschafft. Wieso kannst du es jetzt bei der Aufnahme nicht? Brauchst kein Lampenfieber zu haben. Sind nur alle Kameras auf dich gerichtet. Oh nein, nicht schon... Also ich... Okay, das sieht jetzt gerade lustig aus. Ich weiß nicht, was heute los ist, echt nicht. Ich weiß es nicht. Es ist wie verhext. Ein Tod nach dem anderen. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen öfter speichern. Aber ich speichere doch jetzt schon so oft. Was ist hier nur los? Das gibt's doch echt nicht. Halleluja. So, jetzt aber, Lara, komm. Spring richtig. Spring schön gegen die Wand. Und lande punktgenau, genau. Ja, genau, genau. Höhö. So. Nochmal eben speichern, ne? Mal ganz ehrlich, jeder Sprung, den wir jetzt schaffen, ist echt ein Segen. Heute will das nicht funktionieren, habe ich den. Hat es den Anschein, habe ich das Gefühl, wie auch immer. Irgendwie. Irgendwie. Yes. Auch wenn das gerade ziemlich unlogisch aussah, wir haben es geschafft. Wehe, wenn du... Genau. Ja, hier rüber. So, schön. Und unser Freund da unten nervt schon wieder. Allein schon damit, dass er da unten rumgeht. Nein, 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 nicht schlagen, nicht schlagen. Ja, schön daneben schlagen. Genau, so ist brav. Ich hab dich auch lieb. Ah, Gott sei Dank. Wir sind unten. Wir haben es geschafft. Fürs Erste zumindest. Das Schöne ist ja, jetzt kommen noch schlimmere Sachen. Ja, ich freue mich auch ganz wahnsinnig. Ich werde stärker. Du wirst erst stärker? Ich dachte, du bist jetzt stärker. Bitte drück dich genau aus, Lara. Wir wollen das ganz genau wissen. So. Sachen aufgesammelt. Und hier weiter. Ja, und Energie auch schon wieder damit verbraucht. Oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt und ich will es nicht machen. Ich hasse es so sehr. Und die Tür geht hinter uns zu. Und es fängt schon mal gut an mit diesen Giftpfeilen. Okay, ich muss meine Energie auffüllen, schätze ich mal. Fürchte ich. Achso, ja, Gesundheit. Ja, komm, machen wir eben voll mit einem halben kleinen Midi-Pack. So. Zu der Tür da hinten müssen wir. Durch all diese Fallen. Die Giftpfeile wären ja nicht das Schlimmste. So. Nochmal eben speichern. Mal sehen, wie viele Versuche ich brauchen werde. Könnt ihr wieder schätzungsweise in die Kommentare schreiben, ne? Macht jetzt eure Wetten, wie oft ich hier fehlen werde und lacht euch kaputt über die vielen Tode, die ich jetzt sterben werde, da bin ich mir ganz sicher. Der Hebel hier löst jetzt nämlich noch mehr Fallen aus und öffnet die Tür da hinten nur für ganz kurze Zeit. Oh, ich will das nicht machen, ich will das nicht machen, ich will das nicht machen. Ja, ja, genau so, das meine ich. Genau das habe ich gemeint. Zum einen den Giftfallen ausweichen und dann auch noch den über die Zacken drüber springen. Ich hasse es so sehr. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil es so schrecklich wahr ist, wirklich. Verdammt. Und wenn wir hier durch sind, wird es vor allem nicht besser. Das ist ja das Tolle hieran. Wenn er kommt. Hep. Ja, nein. Och, och, Mann. In der Testaufnahme hat die es schon beim zweiten Mal geschafft.
Okay, aber das war auch wirklich ein Wunder. Ich habe immer so 10, manchmal sogar 20 Versuche gebraucht. Okay, wenn es hier zu lange dauert, mache ich, denke ich, mal einen Cut. Es sei denn, ihr liebt es, mich failen zu sehen. Oder ich lade einfach, denn ich habe direkt schon hinter der Tür abgespeichert, als ich es geschafft habe, aber ich will ja hier nicht einfach so, wie sage ich mal, durchmogeln. Ja! Ja! Nein! Nein! Lara! Lara! Lauf! 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 Ja! Ja! Oh, ich freue mich gerade so. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin drüben. Oh, ich bin so selig. Ich bin so selig glücklich, ey. Ich hab's geschafft. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich gerade bin. Oh. Ah, ist das Leben nicht schön? Es ist so schön. Oh, Tagebucheintrag. Was gibt's Neues? Du bist auch froh, dass du es geschafft hast, ne? Da steht es drin. Ich lebe noch. Dankeschön, dass du mich so gut gespielt hast, gesteuert hast. Nein, hier steht, die zornigen Wächter behüteten dies Gemäuer. Da wäre ich ja von alleine nie drauf gekommen. Bei diesen Fallen und sowas, da denkt man doch, dass die eher noch ein Willkommensschild aufstellen und uns mit einem kleinen Geschenkekorb begrüßen. Ja, the Hall of Seasons, Halle der Jahreszeiten. Ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. So sehr. Ja, so ist das. Und hier singt wieder der Chor. Speichern. Kann nie verkehrt sein. Ja. Ich liebe es so sehr. Nicht. Mann. Mal ganz ehrlich, warum? Warum muss das so scheiße sein? Mal ganz ehrlich. Und hier ist auch wieder unser guter alter Freund, der Angstscheißer-Ritter, der hier gar nicht so ängstlich ist wie auf der PC-Version. Da hinten ist er schon. Nein, gehst du wieder ein paar Schritte zurück, bevor du angreifst? Nee. Mal ganz ehrlich, der wippt immer weiter vor. Der nervt hier so. So würde ich die PlayStation 2-Version, die hätten sie doch mal ganz ehrlich genauso machen können wie die PC-Version von der Angst des Ritters her, meine ich. Ja, machen wir es der Reihe nach. Fangen wir hier mal an. Mit dem Schrecklichsten. Gleich vorneweg und nein, von da sind wir doch gerade gekommen, Mann. Nicht da lang, sondern hier lang. Ist doch richtig. Ja, das ist richtig. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ja, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt gerade zu oft wiederhole, aber ja, Odem des Hades. Hades, Hades, Herrscher der Unterwelt. Und der Feind von Zeus. Was haben wir mit Hades zu tun? Ja, mach das Tor auf, bitte. Danke. Ganz schön stürmisch hier. Da hilft vorher Wetterbericht gucken auch nicht. Ist hier sowas von stürmisch? Ja. Ist das nicht herrlich? Auf diese Balken müssen wir gleich springen. Stück für Stück. Die kommen ein bisschen höher. Und ja, genau, das müssen wir eindrücken. Naja, die kommen ein bisschen höher, diese Stützbalken, und wackeln natürlich auch noch herrlich schön im Wind. Und wirklich nur einen Schritt zu weit oder so und man stürzt in die Lava. Also, hier habe ich bei der Testaufnahme es schon gleich beim ersten Mal geschafft. Bin kein einziges Mal gestorben. Aber ich wette mal, jetzt, wo ich richtig aufnehme, werde ich wieder herrlich viel failen. Mir graut es jetzt schon. Ich will das nicht machen. Ich will es nicht. Die Balken knarren schon so verdächtig. Ich will nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Warum nur? Warum nur? Musstet ihr dieses Spiel auswählen, dass ich das zuerst Let's Playen soll? Nein. Ist ja schon okay. An sich mag ich ja dieses Spiel, aber es gibt einfach Stellen da. Stellen, die ich gerne überspringen würde. Ja, ich weiß genau, zu welchem Balken ich zuerst muss, wenn er mal näher kommen würde.
Ja. Gut, sehr schön. So. Schritt für Schritt speichern. Das ist hier das Beste. Ja. So. Alles klar. Alles klar. Okay. Weiter. Jo. So viel dazu. Ich habe ja gesagt, jetzt wird es nicht gleich beim ersten Mal klappen. Ne, habe ich es nicht gesagt? Ach, Mann. Da muss ich doch jetzt gerade an dieses kleine Gedicht denken. Die Geschichte vom fliegenden Robert. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeucht. Ja, aber wirklich. Und schon wieder daneben gesprungen. Weil ich Angst habe, dass der Kopf daneben mir schon wieder anfängt zu blasen und ich dann da runtergepustet werde. Oder springe ich überhaupt auf den richtigen Balken? Das kann natürlich auch sein, dass ich die ganze Zeit auf den falschen versuche zu springen. Ich versuche mal auf den anderen zu springen. Vielleicht klappt es dann besser. Oder einfach mal keine Angst haben und mal gucken, wie der Balken sich so bewegt im Wind. Nee, ich springe auf den falschen, glaube ich, die ganze Zeit. Ja, nein, ja. Oder war es doch der richtige? Ich bin so verwirrt. Dieser blöde Wind, der macht mich ganz fertig. Fix und fertig. Also wenn ich das in diesem Part nicht mehr schaffen sollte, rüberzukommen, und ich werde die ganzen 14,5 Minuten, die ich aufnehmen kann, wieder ausnutzen. Wenn ich es dann nicht schaffe, mache ich einen Cut. Und zeige euch das dann, wenn ich drüben bin. Ja, ich glaube, das muss ich tatsächlich machen. Oh Gott. Vor allem das Schöne ist ja an der ganzen Sache, wir müssen den ganzen Weg auch wieder zurück. Dann weht wenigstens der Wind nicht mehr, aber die Balken bewegen sich immer noch und sind immer noch so klein. So schmal. Ja. Ich weiß, es ist herrlich. Ich liebe es auch. Nicht. Warum nur? Oder? Ich weiß ja auch nicht. Und springen! Aha. Seht ihr, so wird das gemacht. Yeah, baby. So. Ja, bitte hierauf wieder abspeichern. Speichern ist hier so wichtig. Vor allem, dass man hier überall abspeichern kann und nicht wie bei den ganz alten Spielen mit Speicherkristallen. Die braucht man hier Gott sei Dank nicht. Nein, nicht pusten. Ich springe. Yay, geschafft. Fast schon ganz drüben. Fast geschafft. Oh, ich freue mich im Keks. Ja, natürlich will ich überschreiben. Was denkst du denn? Oh. Ach komm. Ja, schon geschafft. So, schnell diesen Stein hinnehmen und wieder abhauen. Ja, und wie schon gesagt, wir dürfen jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Das einzig Gute ist, dass jetzt die Winde hier aufgehört haben. Und wenn man wirklich weiß, auf welche Balken man springen muss, sollte, wie auch immer, ist es eigentlich nicht ganz so schwer. Oder sollte eigentlich nicht so schwer sein, denn ihr habt ja gesehen, wie oft ich jetzt gerade doch schon gestorben bin, obwohl ich weiß, auf welche Balken ich hier springen muss. Es hilft nicht immer. Genau, nämlich so wie jetzt, wenn ich da wieder sowas mache. Ne? Das hilft dann nämlich überhaupt nicht, wenn ich weiß, dass ich auf den Balken muss, aber dann doch daneben springe. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann.